willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch meine Oktoberfavoriten und die liebe Kleinstadt Coco und die liebe Seven's Wonderland haben auch noch Oktoberfavoriten für euch. Ich werde euch die Kanäle am Ende des Videos nochmal verlinken, also bleibt bitte bis zum Schluss dran. Und jetzt habe ich hier erstmal mein Video für euch. Ich bin extra in den Park gefahren, um mich da so ein bisschen filmen zu lassen und etwas Herbst in mein Video zu bekommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, wenn ich das Ganze so mit Voice-Over mache oder ob ihr das lieber habt, wenn ich euch die Produkte so hier zeige, wenn ich hier sitze. Dann würde ich jetzt sagen, erstmal viel Spaß bei dem Video. Mein erster Oktoberfavorit ist dieser Schal und zwar habe ich den bei Amazon bestellt. Das ist, wie ihr sehen könnt, so ein richtig, richtig großer, dicker Schal und den falte ich einfach einmal, damit er etwas dünner ist und dann wickele ich mir das Ganze um meinen Hals und das sieht dann ungefähr so aus. Das ist ja momentan sehr, sehr modern, solche Schals zu haben. Ich habe selber auch mehrere davon, aber das ist mit Abstand mein allerliebster. Ich weiß, dass es mehrere Leute gibt, die so einen Schal haben, aber das kann ich auch vollkommen verstehen, weil ich den so, so schön finde. Mein nächster Favorit ist diese Handyhülle. Die ist von, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, Moschino oder Moschino. Sagt mir gerne mal, wie man es richtig ausspricht. Und ich finde die einfach so schön. Die habe ich von der Tara geschenkt bekommen. Und die schützt mein Handy schon seit längerer Zeit. Den Balea Lippenöl Roll-On, den mag ich sehr, sehr gerne. Ich hatte etwas trockene Lippen und habe das einfach nicht wegbekommen. Und dann habe ich mal diesen Roll-On probiert und ich finde den einfach super. Ich hatte den schon mal, aber irgendwie ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und deswegen muss ich euch den hier jetzt nochmal zeigen, weil ich ihn im Oktober sehr, sehr oft verwendet habe. Diese Pinsel von Luvia kennt ihr wahrscheinlich schon, weil ich die schon mal in einem Video verwendet habe und ich finde sie wirklich sehr toll. Hier könnt ihr zum Beispiel meine drei liebsten Pinsel sehen. Das ist einmal dieser Rouge-Pinsel, dann dieser Pinsel, den kann man gut verwenden für seinen Lidschatten und dann noch dieser Fächerpinsel für den Highlighter. Die Meet Matte Nude Palette finde ich einfach super. Da sind sehr, sehr schöne Herbsttöne drin und das wollte ich euch eigentlich mit dieser Gestik zeigen. Und momentan verwende ich daraus vor allen Dingen zwei Farben, den weißen Ton und diesen Terrakotta-Ton. Den weißen Ton verwende ich unter den Augenbrauen und auf dem beweglichen Augenlid und den anderen in der Lidfalte. Das hier sind jetzt meine Schmuckfavoriten. Da habe ich einmal die Uhr von Captain & Son. Das ist das Standardmodell, glaube ich. Und das finde ich so schön. Und dazu habe ich dann zwei Armbänder von Thomas Sabo kombiniert in Rose Gold. Einmal das Unendlichkeitszeichen und einmal so eins, das heißt Love Bright. Das ist ein Freundschaftsarmband zusammen mit der Tara. Diesen Oktober bin ich, glaube ich, fast nie ohne diese Tasche von Paul's Boutique vor die Tür gegangen. Da passt so viel rein und ich finde sie einfach so schön. Die ist mal etwas aufgepimpt durch diese pinken Akzente und die gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Für meine etwas geschädigten Haare habe ich diesen Monat am liebsten Redken und Kerastase verwendet. Das Redken Produkt ist ein Extreme Length Primer und pflegt die Haare wirklich bis in die Spitzen. Und die Kerastase Spülung ist sehr, sehr gut für generell geschädigtes Haar. Das war's dann jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und mir gerne Kommentare zu schreiben. Und vergesst auf jeden Fall vor allen Dingen nicht, bei der lieben Kleinstadt Coco und bei der lieben Seven's Wonderland vorbeizuschauen, weil die beiden haben, wie gesagt, auch noch zwei ganz tolle Oktoberfavoriten abgedreht und es lohnt sich auf jeden Fall, da noch vorbeizuschauen und denen gerne auch noch einen Daumen nach oben zu geben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann! Tschüss!